Hallo liebe Bierfreunde, Freunde nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, heute auf den Gartentisch haben wir wieder einen Zuschauerwunsch, über den ich wirklich richtig glücklich auch bin. Denn der hat uns so ein bisschen in Erinnerung gerufen, Mensch, da gab's ja nochmal was mit so einem ganz beliebten Naturradler. Ja, und somit haben wir heute das Gösser Naturradler hier auf dem Gartentisch zu stehen. Ja, aus Österreich tatsächlich, hat es vor einigen Jahren den Weg hier zu uns nach Deutschland gefunden und hat tatsächlich auch ordentlich abgeräumt, ist richtig beliebt, wenn man jemanden fragt, so hey, beste Radler, dann wird garantiert mit dabei sein, das Gösser aus Österreich. Man munkelt, man sagt, dass hier Gösser verantwortlich ist, dass vermehrt auch deutsche Brauereien sich spezialisiert haben auf naturtrübe Radler und nicht mehr auf die filtrierten. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen. Ich weiß aber so, dass vor 5 Jahren, wie gesagt, auch das Oettinger schon längst in der Discounter-Kategorie ein Naturradler im Angebot hatte. Das war diese Thematik gewesen, wo ich gesagt habe, Mensch, da war doch auch mal was in der NRW-Flasche 05er und nicht nur in der 033er Steini-Flasche. Da habe ich ja extra nochmal die Oettinger Brauerei angeschrieben. Ihr erinnert euch, das war 2019 gewesen, wo ich mit der Oettinger Brauerei Kontakt aufgenommen habe, hatte diesbezüglich, also unter anderem. Ja, und zumindest haben die das im Angebot, das möchte ich nochmal sagen. Letztens im Kaufland habe ich es nämlich gesehen, da hatten sie wieder einen ganzen Kasten gehabt von dem Naturtrüben. Naja, aber sind wir mal ehrlich, selbst das Filtrierte, sage ich mal, das war... Ich sag dazu nichts mehr. Vielleicht war das übrigens auch das Alkoholfreie. Das kann ja auch sein, dass ich das getrunken hatte. Das gibt es nämlich auch. Das kann sein, dass ich es verwechselt habe, Freunde. Dann habe ich da die ganze Zeit Alkoholfreies gesoffen. Ich weiß es nicht. So viel erstmal zu der Vorgeschichte. Also, diesen Zuschauerwunsch können wir jetzt erfüllen und wir haben ihn tatsächlich in 2 Jahren nicht geschafft, hier vorzustellen. Ich habe es irgendwie vergessen. Und natürlich, klar, das kriegst du überall. Das gibt's im Getränkehoffmann, das gibt's im Rösler, das gibt's im Kaufland. Jetzt haben wir hier zu stehen und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, machen wir auf. Wir haben natürlich wieder Bierdurst, Radlerdurst. Pass mal auf, ob ich es jemals getrunken habe? Ich glaube schon. Also getrunken habe ich bestimmt schon mal, aber frag mich nicht wann. So, Gösser Naturradler hat eine eigene Kapsel bekommen, schaut so aus, ist grün. Ich hoffe mal, der Greenscreen fängt das trotzdem einigermaßen ein. Und ja, würde ich mal sagen, schauen wir uns das Ganze mal an hier. Entspannungsverdampfung eher ein bisschen weniger. Kommt jetzt nicht so viel raus. Lassen wir mal laufen. Mach mal einen mittleren Einschank. So, was die Österreicher da zusammengestellt haben. Mal schauen. Was haben wir denn überhaupt für eine Mische? Steht das da drauf? Ja, das ist eine 60-40 Mische. 60% Erfrischungsgetränk und 40% Vollbier, Entschuldigung. So, also 60-40. Ist jetzt erstmal nicht, wo ich sagen würde, wow, feiere ich ab. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich sage ja immer wieder, ja, 60 Bier, 40 Erfrischungsgetränk ist mir lieber. Aber okay. Ja, können wir mal gucken. 50-50 geht ja auch noch, hatten wir auch neulich festgestellt. So, ist ein Radler, ne, würde ich sagen, von der Optik her. Sieht erstmal so aus, ist in Ordnung. Blume haben wir sogar auch darauf zu verzeichnen und zwar ein Finger breit. Das ist tatsächlich schon ein bisschen was Besonderes. Gerade wenn man sich jetzt so eine 60-40 Mische anguckt, das ist schon gut, sage ich mal. Das ist schon gut und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, die hält hier auf jeden Fall 90 Sekunden durch. Ne? Schaut mal selbst an. Also die sieht von der Oberfläche sehr gut aus. Ich weiß, beim Biermischgetränken sollte man da gar nicht drauf achten. Irgendwie manchmal, wenn es halt interessant aussieht, betone ich es trotzdem. Optik, was haben wir da? Ja, ich würde sogar sagen, ist fast blickdicht, also es ist fast naturtrüb. Es ist schon so, wo ich sage, ja doch, das ist schon naturtrüb. Freunde, lassen wir durchgehen. Im Farbspektrum selbst, ja, ganz helles Gelb. Das ist so ein, ich nenne es jetzt mal, verblasstes Gelb. Ja, so könnt ihr es euch am besten vorstellen, denke ich mal. Sieht aus wie Naturradler. So sollte das, glaube ich, auch aussehen. Also das sieht gut aus. Leichter Grünstich ist drin. Ihr werdet es wahrscheinlich erkennen, dass jetzt hier so ein bisschen transparent ist, schätze ich, im Glas, weil das durchaus auch ein kleiner Grünstich mit drin. Spritzigkeit bzw. Karbonisierung scheint vorhanden, perlt ordentlich ab, sieht gut aus. So, von der Optik, von der Ästhetik, Freunde, was soll ich sagen? Ich finde es ansprechend. 5/5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Finde ich gut. Macht mir irgendwie Appetit, glaube ich. So, schauen wir mal, wo das Duften tut.
Ja, sehr ausgewogene Zitrone, ne? Das ist auf jeden Fall, riecht nicht chemisch oder so oder synthetisch. Es riecht wirklich nach einer Naturzitrone, wie man sie kennt. Wir waren ja mal in Sizilien, haben wir mal frisch vom Baum eine Zitrone abgeerntet und dann so, ne? Und genau das ist es hier. Das ist so richtig schöne, richtig schöner Zitronensaft. Naja, ein leichter Malzkörper, aber das ist so, man merkt schon, da ist viel, ne? Da ist viel so Fruchtigkeit. Okay, Freunde, riecht auf jeden Fall angenehm. Würde ich sagen, probieren wir mal, oder? Mal sehen hier, dieses Exclusive Gösser aus Österreich. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Radler und auf den Genuss. Also die erste Assoziation, die ich habe, Leute, das ist fein abgestimmt. Feinabstimmung möchte ich hier als allererstes benennen. Das ist nicht zu süß, das ist nicht zu sauer. Schmeckt nicht synthetisch, sehr spritzig, sehr erfrischend. Das sind erstmal fünf Eigenschaften, die ich jetzt beim allerersten Schluck, die mir sofort hier oben so ja, durch den Kopf schießen, wo ich sage, so ja doch, das ist es. Was mir noch auffällt, ist, dass da kein großer Erkennungswert drin ist. Ich schätze mal, hätte ich jetzt eine Blindverkostung gemacht und hätte das Pilsator, Radler, das Berliner Radler und ich würde sogar noch das, welches war denn das gewesen? Naja, wir können ja nochmal das 5-0er dazu nehmen. Und dieses hier. Dann hätte ich wirklich sagen müssen, hätte ich Schwierigkeiten gehabt, die auseinanderzuhalten. Im Direktvergleichstest Blindverkostung hätte ich Schwierigkeiten. Weil da ist halt dieses Exklusive, dieser Surprise-Effekt, dieses so, wow, das hast du hier jetzt halt nicht. Ne? Das ist schon sehr geradlinig in der Textur. Aber das ist, wie gesagt, erstmal nur der erste Eindruck. Attribute selbst, dynamisch oder gemütlich? Ganz klar, dynamisch. Aber ich glaube, das war von vornherein klar, oder? Bei einem Radler. Aber ich erwähne es trotzdem. Gehen wir mal noch ein bisschen tiefer rein. Schauen wir mal. Ich mag die Zitrone. Ich finde die Zitrone gut, weil die nicht so aufgesetzt ist. Irgendwie, ja, schmeckt. Und auch so von der Süße her ist es nicht so aufgesetzt. Also wenn wir da an das Flensburger denken, aus der geilen blauen Flasche, das war ja richtig süß gewesen, ne? Das war ja so richtig so, wow, da ist aber ordentlich einer mit einem Zuckerstreuer ausgerutscht, ne? Also, aber trotzdem war es gut, das Flensburger Radler auch, ja? Das war halt nur anders. Das hat halt einen großen Wiedererkennungswert im Gegensatz zu diesem hier. Also, das ist schon... Es ist sehr weich beim Runterschlucken. Was ich vermisse, ist ein bisschen das Bier, Freunde. Das vermisse ich hier. Und da bin ich der Meinung, dass Pilsator das tatsächlich besser hinbekommen hat. Und auch das Berliner. Dass man da noch so ein bisschen mehr Biergeschmack hat. Dass da noch ein bisschen mehr Bier tatsächlich zum Vorschein kommt. Wo man dran erinnert wird. Durch die Malzkörper, durch die Herbe, durch den Hopfen. Und hier ist wirklich sehr, sehr viel Erfrischungsgetränk mit drin. Sehr, sehr viel Limonade mit drin. Fruchtigkeit ist super. Schmeckt, kommt klar definiert raus. Super abgestimmt auch. Ja, ist ein sehr abgestimmtes Bier. Aber eben, da fehlt noch ein bisschen was, finde ich jetzt persönlich, ne? Ich denke, bei den Radlern, Freunde, da ist das genauso wie mit den Malzbieren. Malzbiergetränken, Malztrunk. Der eine mag Maximalz, der andere Vitamalz, der andere Karamalz mehr, der andere wiederum Kraftmalz dieses Jahr. Das ist so dieses Gesamtpaket so. Und da hat jeder so seine Vorlieben. Der eine, das ist alles das gleiche Fundament, aber das eine ist da noch eine Spitze drin, das andere hat da noch eine Spitze drin. Alle kann man trinken, alle sind qualitativ hochwertig, alle sind super.
Nur es sind dann halt wirklich diese minimalen Aromaspitzen, die dann entscheidend sind, warum sich einer für eine bestimmte Marke, Sorte entscheidet. Und beim Radler ist es ähnlich. Wir haben beim Radler drei Kategorien. Entweder haben wir sauer oder wir haben entgegengesetzt konträr süß oder wir haben so ein Zwischending aus beiden. Und das ist jetzt so ein Zwischending aus beiden. Gut, da gibt es noch eine zusätzliche Subabstufung. Das wäre dann diese Geschichte Nussigkeit, Bierigkeit, Floralität. Das haben wir dann auch noch manchmal, wenn wir da an dieses Fürstenberger zum Beispiel denken, was wir schon hatten. Ja, also da gibt es dann auch noch mal so ein paar Unterschiede. Aber im Groben sind wir beim Fundament immer das Gleiche. Hier haben wir es ganz klar mit einem mit einer Mischung zu tun, die sowohl nicht sauer ist, aber auch nicht süß ist. Es ist richtig schön ausbalanciert. Das macht dieses Bierchen, dieses Gösser hier aus Österreich so besonders. Finde ich gut. Aber was ausbleibt, ist eben dieser Wow. Wiedererkennungswert. Ja, das ist dann halt, wo ich sage, das ziehst du aber gut weg, du. Ich stelle mir so vor, Sommer, Badebuchse an, am Swimmingpool liegen, die Sonne brezelt und dann so, dann süffelst du das weg. Das ist dann so richtig erfrischend. Dafür ist das wirklich super. Aber Hochgenuss bleibt aus. Und aus diesen Gründen müssen wir es so bewerten. Objektiv könnte man 5 Punkte geben. Ich gebe ganz ehrlich, es ist 5 Punkte wert. Aber ich gebe 4/5/6 möglichen Punkten, weil dann doch eben, ja, da fehlt mir noch diese eine Spitze drin, dieses, dass es sich ein bisschen abhebt. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.